servus Leute und herzlich willkommen zur Fortsetzung vom letzten Vlog quasi wieder. Ja, aber das ist ähnlich. Vlog 207 haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile. Ja, beim letzten Mal hat es geendet. Wir haben keine Kreisläden gehabt und ja, der wollte noch einmal fahren. Und der Dach quasi, wo er noch mal fahren wollte, das ist heute, also quasi der Dach nach dem Video, also das, was jetzt gekommen ist. Ja, der Vater ist gefahren. Und ja, er hat die Kreisläden geholt von einem Bekannten. Der hat seinen dann abgehängt soweit und dann musste er erst noch die Zapfeln machen, weil die kaputt war. Beziehungsweise die Gelenkwellen, nicht die Zapfeln. Ja, zusammengerichtet und er hat damit gearbeitet und das Ergebnis ist top. Also der ist jetzt gerade unten beim See, ich laufe jetzt nicht runter, weil es eigentlich schon wieder noch 6 Uhr. Ich muss jetzt schon wieder auf zum Abendessen, er kommt halt nicht. Er macht gar fertig. Aber ich muss auf, ich sollte eigentlich Bescheid geben, aber jetzt soll er mich zwischendurch noch anhalten. Du kannst mal mit dem Radlader noch die Star auslesen, die wo ich seitlich auf Haufen gehauen habe. Tja, naja, also so viel zum Thema. Ich sage Bescheid, dass er nicht zum Essen kommt, wenn ich selber nicht komme. Ja, ihr kennt es ja. Auf jeden Fall, Saatgut wird verarbeitet. Sieht man ja da. Ein Bulldog hört man im Hintergrund. Und die Kreiselecken, die mir von einem Bekannten kriegen, ist die. So ein 3 Meter Leli. Nicht schlechtes Ding. Ja, so viel dazu. Ja, und das war's dann auch schon zum Thema Säen. Da vorne ist da fleißig drüber. Ja, jetzt ist mittlerweile 6:30 Uhr. Oh mei. Was soll's, ist halt so. Noch schnell was verschieben müssen. Ich habe gesagt, ich habe mir was gekauft. Ja, und das ist heute gekommen. Und das habe ich gerade mit dem Radlader ein versetzt. Das ist aber sehr grenzwertig, muss ich schon sagen. Der Radlader könnte auch hinten ein wenig schwerer sein. Naja, um was geht's? Was labe ich da eigentlich? Das ist das gute Stück. Naja, gut, ist relativ. Der hat schon mal besser durchgehabt. Der Rost da ist ja egal, das ist alles nicht schlimm, ist alles nicht durch. Die Buckel kann man ein wenig rausschlagen mit dem großen Hammer. Einen Vorschlag haben wir genommen, dann gehen die schon ein wenig raus. Das ist ja eher ein Mistcontainer, das ist wascht. Da sind richtig auch Facken drin. Aber das ist nicht gut. Das geht aber in Gericht, weil die Gänger saumäßig schwer. Und das Schlimmste, das hat man leider auf die Bilder nicht gesehen, das ist fast ein wenig schrot. Ich habe eigentlich gehofft, das ist ein wenig besser beieinander, aber gut, das heißt halt jetzt nochmal ein wenig Geld reinstecken. Ich rede aber immer noch davor, der Container hat mich jetzt 1.890 € gekostet. Ja, ist kein Schnäppchen, kriegst vielleicht irgendwo billiger. Aber es ist ein Container, wie ich ihn auch brauche, für meine Mistlagerung zukünftig. Ein wenig höher könnte das sein, vorher schon gesagt, gehört eigentlich jetzt noch 1 Meter Bordwand drauf und dann oben drüber das Dächler und dann, ja, jetzt genug Platz. Das ist jetzt 220 Kubik Container und ja, das Hauptproblem, was ich jetzt noch habe, also das ist noch massiv, aber es sind halt Rostlöcher drin. Da hinaus sowieso, da hin. Da hin, da vorne ist er groß. Ja, das ist quasi unten drunter der Trichter schon zu sehen. Das Eisen kommt nicht weg und da ist er am Arsch. Da kannst du durchgucken. Das ist. Ja, mei. Ich meine, vielleicht hätten wir irgendwo eigentlich einmal einen besseren hergekriegt, aber ich suche jetzt so ein Ding mittlerweile seit 1,5 Jahren. Sage und schreibe 1,5 Jahre. Ich habe eigentlich schon lange drauf gehofft, dass ich endlich einmal einen hätte. Jetzt hat sich die Gelegenheit geboten. Ja, ich mache, wie gesagt, zwar, dass der Preis dann eigentlich im Nachhinein vielleicht doch ein wenig teuer war. Wenn das Ding ein wenig besser beieinander gewesen wäre, wäre mir lieber. Bin ich ehrlich gesagt da ein wenig traurig drum. Ich hätte ein wenig schöne Sachen, aber das kommt halt, wenn man auch nicht direkt angucken kann. Und ja, ich habe die Möglichkeit leider nicht gehabt, direkt anzugucken. Und dann habe ich gesagt, naja, ich nehme noch. Naja. Das, was trotzdem machen sein können, das habe ich gewusst, das war mir von vornherein klar. Da habe ich eh mitgerechnet, dass dann wahrscheinlich irgendwas sein wird. Ja, die Spalten da unten zum Beispiel, da ist es einfach
wegen Rost von unten her ist aufgeklappt. Also ihr seht schon, was da gemacht worden muss, ist der Boden. Und es müssen feindlich halt, wo die Löcher sind, ein paar Bleche neigeschwarzt werden. Die Bleche neigeschwarzen, das ist ein Furzarbeit, das ist schnell gemacht, kein großer Akt. Der Boden war da wegen, naja, was heißt das, neigeschwarzen ist auch kein Problem, aber der war kostspielig. Das war nicht billig, das ist mir jetzt schon bewusst, die Kehrmaschinen, die Bleche, die waren auch nicht billig und das ist ein Container. Ich will die Bleche machen, dass er seitlich bis da rauf geht. Da oder vielleicht sogar bis zu der Kante, müssen wir schauen. Unten die Wanne ist 2,3 Meter. Also für den Radlader optimal, der passt da rein. Der Radlader ist 1,67 Meter. Der Container unten 2,3 Meter. Also passt der Radlader rein, ist kein Problem. Ja, wie gesagt, die sollen halt die Bleche dann noch ein wenig da rauf. Links und rechts. Den alten Boden, ich war. Ja, den war ich wahrscheinlich zur Stabilisierung unten drin los, nicht mal durchgegammelt, das ist eh. Vielleicht schneide ich nachher raus, Plasma schneide, muss ich mal gucken. Je nachdem, wie die Blechplatten waren, das da erst da jetzt oder dran. Muss gemacht werden. Ja, wie gesagt, also ich hab eigentlich gehofft, der ist ein wenig besser vor die Bilder her oder nicht so ganz so gammelig ausgeschaut, aber. Man kann was draus machen. Sagen wir es mal so, die Grundsubstanz so schlecht ist sie jetzt dann doch wieder nicht. Es lässt sich draus was machen. Hätte noch viel schlimmer kommen können. Ja, neue Buden lässt sich einrichten. Muss man mal gucken. Das wird jetzt dann demnächst einmal in Angriff genommen, je nachdem wie ich halt wieder Geld habe. Im Moment ist halt das Problem. Wir wissen mit dem Coronavirus auf der Arbeit nicht, wie es weitergeht. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt dann demnächst in Kurzarbeit gehen. Kurzarbeit hast, du kriegst weniger Geld und ich meine deine Verpflichtungen deiner regelmäßigen aus der Sure so noch. Und ja, was das End vom Lied dann natürlich ist, ich meine, das könnt ihr euch alle denken, da brauchen wir nicht groß diskutieren. Wenn weniger Geld da ist und man hat andere Verpflichtungen, ja, dann kann man halt gerade nicht das richten. Das ist ein Haufen Geld, was ich reinstecken muss. Ich gehe auch mal davon aus, ich war für den Buden. Für die Bleche, es darf mir jetzt auch keiner ganz lumpen dünner Bleche sein, sollten vielleicht schon 3 mm wäre mir lieber, 3 mm Bleche sein. Und ich denke mal, da war ich doch ja, einen guten Tausender, war ich da dafür nochmal ausgeben. Dann soll ja der ganze Container innen mit Bitumenstreichfarbe ausgestrichen werden, also mit so schwarzer ja, Schmierfarbe da, dass es schön versiegelt ist. Und außenrum ein wenig anschleifen. Und dann war der in einem Laubgrün lackiert. Ich habe glaube noch ein paar Büchsen rumstehen, dann war der Laubgrün. Und dann, ja. Dann sollte das Ding eigentlich wieder passen. So an sich ist er wie gesagt nicht im schlechtesten Zustand. Das hätte viel schlimmer kommen können, aber ja, ich habe damit gerechnet, dass was zu machen ist. Das ist kein Neuteil. Also wenn ich einen neuen Container gewollt hätte, dann ja. Kriegst du schon. Jetzt da mit einem gescheiten stabilen Boden drin, so wie ich es mir vorstelle. Ja, wäre ich so bei ca. 5.500 Euro gewesen. Hätte ich auch machen können, dann kommt mein Planer noch dazu. Okay, da rechne ich auch. Je nachdem, wo ich es erstellen lasse oder ob ich ja gebraucht habe, irgendwo herkriege, gehe ich auch mal zwischen ja, 300 und 1000 Euro aus, je nachdem. Aber wenn ich das Ganze zusammenrechne, bin ich auf alle Fälle deutlich günstiger wie ein Mistplatten. Ich habe mir das einmal durchgerechnet, ein Festmistplatten, da brauchst du ja einen Architekten nach, darfst du ja nicht einfach selber, sondern die muss ja dann geprüft werden und bibabo, hegmeck do, hegmeck dat. Ja, die habe ich einmal durchgerechnet, ca. 40.000 Euro für Festmistplatten mit Überdochung, weil eine Güllegrube will ich nicht. Ich habe von vornherein gesagt, was soll ich mir da eine Gülle gruben? Ich habe kein Güllefass. Und ja, wie gesagt, wo baust du so ein Ding auch noch? Ich meine, die muss dann entsprechender Größe haben. Unterhalb vom Stottel soll eigentlich Hackschnitzel gelagert werden. Da soll auch mal Überdochung noch für Hackschnitzel. Und ich gesagt, ich kann da jetzt nicht auch noch sowas herstellen. Deswegen jetzt der Container. Ich meine, der ist auch nicht klar. 220 Kubik. Aber der kann, wie gesagt, da unten dann noch. Wo die Ahren durch die Cruiser, das soll das Container enden. Und ja, die Zuna-Seiten quasi Richtung Weg, dass nicht gleich jeder reinguckt, ist auch nicht so toll.
deswegen lieber die Zunahseitenrichtung wie ich und dann von hinten immer befüllen bzw. entladen. Irgendwie so oder so ähnlich habe ich mir das gedacht. Ob das alles so klappt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ist halt jetzt dann quasi das Projekt für das Jahr. Das habe ich für dieses Jahr leider eingestellt. War alles in Planung. Die Pläne sind ja da, aber da jetzt noch Material dafür kaufen, sind auch die Garage oder 3.500 Euro. Das ist nicht nur eben flogge hier so aus dem Ärmel geschüttelt. Man muss Prioritäten setzen. Die Bulldog, die stehen auch gut, die stehen da einer da hinten. Der eine, der kann da unten einen Stottel rein. Da stehen sie halt schon eine ganze Zeit. Ob die jetzt da hohe Länge so stehe oder ob ich jetzt die Bulldog-Garage habe, ist relativ. Aber ob ich meinen Mist weiterhin Kilometer weit durch die Weltgeschichte eiern darf oder ob ich jetzt endlich einen festen Platz da bei mir im Hof habe und vorweisen kann, ich habe einen festen Mistplatten und ich brauche mir keinen Geschiss mehr machen, macht da einen Unterschied. Vor allem, wenn ich in Anbetracht ziehe, ich ja noch einmal irgendwann Viecher anzuschaffen, dann bin ich jetzt auf aller Felde vorgefeit und brauche mir keine Gedanken mehr machen. Ja, so viel da dazu. Ja, Leute, wir haben mittlerweile Freitagnachmittag, ich glaube mittlerweile ist es 3. Ja, ich habe bestimmt aufgefallen, dass es kein Freitagsvlog gemacht. Es waren, ich weiß es noch nicht, weil um 16 Uhr käme der erst, also in einer Stunde. Ich kann mir aber vorstellen, dann kommen wir gleich wieder zuschriften, was ist denn los, wieso kommt kein Video, kommt heute ein Video. Heute kommt keins. Der Grund ist ganz einfach. Ich bin in der Zukunft, was zu schneiden. Und das, was ich auf der Kamera bislang draufgehabt habe, das hat sich auch nicht weiter gelohnt. Deswegen, ja, habe ich das Ganze jetzt noch hinausgezögert. Ich nehme halt jetzt das Mischstreuer noch mit auf. Warum redet ihr nicht so viel?
halt auch nicht so gut. Nein, ist nichts Corona. Ich habe mir einen Hexenschuss, der muss gut. Gerade ist vorne durchs Gelände da. Ist das hell schwer. Ich weiß jetzt, ob das jetzt ist nicht so meins. Aber jetzt müssen wir jetzt halt beide hinnehmen. Die Federwirkung, die ist wie sitzt halt da, wo man meiner Meinung nach besser wäre. Ja, was soll's. Nicht meine Entscheidung. Da habe ich nichts dazu zu sagen. Immer ein Zweck. In dem Raum von dem Internet, den ich jetzt oder quäfelt ein bei uns zu. Das ist ein Scheiß, das macht noch wieder Spaß. Oh. Ja, ja. Auf einem Feldherrscher mal oben ins Eck rein. Also in die Richtung schnell anfangen. Weil die anderen haben es innen gemacht, aber es ist auch blöd, wenn die Reifen drängen. Blumenbeet. Ja, damit wird es jetzt ein. Jetzt bin ich Blumenbeet, Freunde. Aus, vorbei. Oben kommt er her. Gemerkt, Einstellung passt noch nicht ganz, muss ich nur was umstellen. Das hat nämlich nicht ganz gepasst. Ja, und dann kann es jetzt erst einmal so weit losgehen. Also wie gesagt, die Krüge hängen dahinter. So wie letztes Jahr im Herbst. Und das ist ja die Flächen. Ihr seht, wo da gemulcht ist. Also der Zipfel da hinten, das gehört uns nicht. Aber da, wo die angemalten, rosa-roten Flöcke drin sind, unten und da drüben wieder rauf, das ist ohne Flächen. Ja, da ist das Blumenfeld gewesen. Das sieht man schon da, die Kugelspisten, das muss rumgeagert werden, der fährt im Moment. Oh, das geht aufs Kreuz. Naja, wie gesagt, ich habe mal einen Hexenschuss geholt, das tut höllisch weh. Zwar Ibo halt frisch eingeschmissen. Ich bin froh, wenn das wieder weg ist. Oh, mei. Na gut, ich gehe jetzt sagen, ich fange jetzt an, dass wir da einmal fertig waren, dass das was wird. Und ja, ich filme mal ein wenig was dabei und wünsche euch viel Spaß.
jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Ja, der Fehler sollte dann eigentlich nicht passieren. Mein Gott, ich glaube, das ist... Vielleicht sollte man im Krankenstand nicht unbedingt irgendwas machen, wenn es am Ende nicht so gut geht. Aber ja, wie gesagt, krank sind wir ja sowieso nie richtig. Ich habe ja auch keine offizielle Krankmeldung, sondern ich erbe nicht, weil ich Kurzarbeit habe. Naja, ich habe, wie blöd muss man eigentlich sagen, die Zapfeln auf die Schneller gedreht. Ja, ich hoffe nur, dass jetzt nichts weiter passiert ist und dass der Bulldog das so schön gepackt hat. Die Kette eigentlich auf die 45 und nicht auf die 1000er. Wie ich es gemerkt habe, habe ich dann die Drehzahl einmal ein wenig runter. Ich habe mich schon gewundert, der haut so raus, der haut so raus, der hat so viel Power. ja, es ist nicht mein Doof. Leute, es ist nicht mein Doof. Ja. Die Zapfen gewechselt. Ich bin auf der 5-Fatzen da drauf. Jetzt muss ich natürlich dann nochmal ein wenig nachjustieren. Andererseits vielleicht ich auf der 1000er zu lassen kann, aber mit weniger Drehzahl. Ja, die hat sich jetzt eigentlich relativ wenig gejuckt. Naja, machen wir die 5-Fatzen, dann sind wir wieder drin. Naja. Ich glaube, da ist lieber nichts mehr. Ja, das geht.
Dämon ist sein Ruf und seiner Maschine, wenn es nicht umgeht. Man, ja, der Film muss Respekt aushalten. Es ist halt, das ist ich fahre das Laden nicht viel machen. Die Grenze im Endeffekt vom letzten Jahr. Da bin ich am Motiv. Schaut euch das Alter-Video vom letzten Jahr an, das war das mit der AG, Digga. Wir sehen uns dann, oder? Ja, und weiter geht's, die nächste Ladung ist außen. Schauen wir mal, jetzt habe ich noch umgestellt. Ich habe die Rasten wieder ans zurückgenommen, hat man ja jetzt auf der Langsamer. So, ich weiß nicht, wie mir das vorhin gekommen ist, aber SL und ich stecke auf die Schneller. Manchmal ist echt der Wurm drin. So, da steckt er drauf. Haben wir zwar nichts verloren, ich jetzt hergefahren bin, wo nichts gelegen, also alles soweit gut. Streuen wir mal weiter.
Aber ich glaube, ich konnte nur Stufen schneller stellen. Ja, da merkt man mal den Unterschied. Schneller zapfen, dreht natürlich deutlich schneller. Ups. Ja. Diese Dominatoren noch ein Rasten nachlassen. Ach. Ja, fängt halt das Einstellen wieder von vorne an. Aber vom Streubild her fühlt es mir ganz gut. Wer sich jetzt fragt, warum fahre ich dicht auf dicht, ach, ich mache das jetzt einfach einmal. Und so weit, wie es lang langt. Mir wurscht. Ich will jetzt einmal einfach ein schönes Streubild haben. Zettigt natürlich auch nicht, aber auch nicht zerlumpert. Ja. Ach, da war nichts dabei. Naja. Streuwalzen halten auf jeden Fall gut durch. Die habe ich ja letztes Jahr neu gebaut. Die schauen auch soweit in Ordnung aus. Ich tue gleich den Trigger ein wenig runterkratzen. Und dann nächste Ladung hin. Das hier herfahren dauert länger wie das Laden. So Leute, jetzt mal nach. Mittlerweile schon im Dunkel. Wir haben 8:30 Uhr. Ich hab's geschafft, die letzte Ladung. Ich hab gerade den Radlader angefahren. Der steht jetzt im Stadel. Das ist der letzte Haufen von der Betonplatten, der von mir war. Das ist der 8er Wohn. Ja, auf dem Wohn gehen immer 3 Kubikmeter drauf. 6 Schaufeln. Schaufel hat 0,5. Ja, und insgesamt haben wir 8 Wegen gefahren. Also 24 Kubikmeter. Das ist alles, was ich habe. Mehr ist nicht. Und ich bin froh, wenn ich das jetzt gerade raus noch und Feierabend mache. Ich renne aber unten an die Schild raus.
Naja. Jetzt auf jeden Fall die letzte Ladung, die ich raushau. Ich habe vorhin da nichts mehr weiter gefilmt. Es muss einfach vorwärts gehen. Wie gesagt, das ist ja jetzt mittlerweile schon sau spät. Bis ich das jetzt gestreut habe und bis ich das dann ein wenig sauber gemacht habe, den ganzen Hänger. Oh. Mein Gott. Das hat allerdings auch ein Problem, weil ich sehe nämlich jetzt meine Markierungen nicht mehr. Juhu! Adose. Fällt mir noch mal ein. Fällt mir mal das Licht ein. Fällt mir mal den Gang ein. Ja, allein schon, weil es nicht ganz gelangt hat, muss ich ja holen dann. Normalerweise. Ich will euch das Streubild von meinem Kniestreier ein besser zeigen. Naja, ihr seht schon. Da musst du aufpassen, dass die Schaufel nicht zu tief ist, sonst hast du eine Luke drum.
Oder je nachdem, wie es halt der Arbeit ist, das wollen wir scheiße. Ja. Aber auf eine Betonplatte, also da muss ich sagen, ja. Hä? Aha, wir wollen mal gleich auf die Leuchten. Auf eine Betonplatte ist geil. Also, was das betrifft, ist schon hammermäßig. Das kriegst du da schön weg. Sauber wird. Ja. Wenn ihr ein blödes Gewarf gemacht habt, nicht wundern. Ich habe mittlerweile Hirns außen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich es getrunken habe. Der Rücken, irgendwann merkst du dann nicht mehr, als so wie tut. Du bist da dann. Ach Gott. Sogar, ich bin froh, wenn ich jetzt dann daheim bin. Da wird geduscht. Ich glaube, dann geht's ins Bett und dann können sie mich alle einmal am Arsch lecken, weil bis morgen brauche ich, glaube ich, nichts mehr. Wahnsinn! So. Den haben wir mal raus. So. Alles haben wir ungeschnitten. Ja, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich den noch ein bisschen sauber bringe. Jetzt im Dunkeln ist es nicht mehr ganz so einfach, das sieht man schlecht. Aber ich muss unten ein wenig rauskratzen, dass ich jetzt nicht die Hälfte auf der Straße verteile. Ich weiß, die Beleuchtung ist kaputt. Ja, ihr kennt ja mein übliches Problem, ne? Ist ein wenig dunkel hinter dem IHC, so viel wird umgebaut, aber Licht haben wir nicht noch gemacht. Naja, was soll's. Mehr Licht wäre immer besser. Gut, ist halt so. Also, ich mache jetzt den Mischstreuer noch ein bisschen grob sauber, so wie ich die ganze Zeit gemacht habe für Straßenfahrt. Immer ein wenig ankratzen, dass nichts mehr bröselt. Dann fahren wir heim. Und dann werde ich einmal schauen, vielleicht stelle ich ihn dann unten noch. Erst einmal Richtung Schweinestall oder oben her. Ja, wir werden mal sehen. Irgendwo hin. Erst einmal einen Huf rein, das passt. Und dann Anschlägen 450, Schnauze voll. Es gelangt für heute. So, jetzt können wir noch eins machen, falls mir überhaupt was erkennt. Ich wollte da mal rauflaufen bis zur Oberkante von meinem Feld, dass man da mal was sieht. Ja, da ist der Mist. War jetzt natürlich ein wenig dünn. Ich weiß. Also zerreißen, seht ihr schon. Du, der Streuer, den Mist jetzt richtig gut. Verteilbreite, da drüben sind noch Brockenzerfinder und da sind noch Brockenzerfinder. Das waren, naja, 5, vielleicht 6 Meter so. Ja, ich bin jetzt extra in die andere Richtung gefahren, damit man einen Unterschied einmal sieht. Die Seiten streut er nicht so schön weit. Ihr seht schon, da ist der Gruserteil und da hört es auf. Und da geht es eigentlich schon wieder an, was dann vom Runterwärts fahren war. Auf die Seiten haut er es nicht so schön, weil ja die Walzen so rumlaufen. Das heißt, die hauen den Mist immer noch rechts rüber.
Und ich bin ja rüberwärts gefahren, also in die Richtung. Also haut es den Mist halt da rüber. Deswegen ist da drüben mehr und da ein wenig weniger. Aber ich kann damit leben. Es passt soweit. Ja. Ich weiß. Ein Camperfress schaffe ich das besser. Mache das sauberer. Alles klar, ist logisch. Aber erstens, ich habe jetzt den Krücher zusammengerichtet. Ich habe jetzt hinten die Streuwalzen neu gemacht. Das hat auch Geld gekostet. Das hat Zeit gekostet. Und die haben sich bewährt, die Larven. Und das zweite ist, ihr wisst, ich habe da am Container steht, der muss zusammengerichtet werden. Und ihr wisst, dass ich immer noch auf der Suche nach einer zweiten Kuh bin. Also jetzt, wie gesagt, hinten angestellt leider. Die Adele soll nicht allein bleiben. Die soll noch einen Komparsen dazu kriegen, idealerweise Kuh oder Fersen. Und die sollen dann auch einmal gedeckt werden, wenn sie auch so weit sind, dass es auch einmal Kälber gibt. Das wisst ihr, das habe ich ja schon gesagt. Und das sind jetzt die zwei Prioritäten halt, die an oberster Stelle stehen. Der Mistcontainer muss fertig werden, dass ich eben die scheiß Fahrerei jetzt nicht mehr habe, weil ich meine, das fahre ich wieder einen Misthaufen und unten dann zu den. Und darf man dann wieder da unten aufsammeln und wieder dann ausstreuen, das ist total beschissen. Und so hätte ich es dann endlich in meinen Container drin, wenn der fertig wäre. Und dann wäre der Käse gegessen. Ja, wie gesagt, das war da wenig Geld kosten, das ist mir bewusst. Vielleicht hätten wir weiter gesucht, irgendwo in Norddeutschland oder sonst wo, es kann schon sein, dass noch ein besserer steht. Oder eine, der tipptopp ist für den selben Preis. Aber das nächste ist, wie kriegst du das Ding immer her, wenn ich dann Speditionskosten auch noch einen Haufen habe. Es rechnet sich dann nicht. Deswegen jetzt, ich habe noch gekauft. Er steht daheim, es ist scheiße, dass er nicht so toll ist wie gedacht. Aber damit lebe ich jetzt. Und ja, mein Gott, es ist einfach so. Also wie gesagt, einen Mischstreuer kaufe ich jetzt garantiert nicht. Der ist zusammengerichtet, der läuft, der passt, der tut seinen Zweck. Das ist das Wichtigste gewesen, dass der wieder Streuer tut. Ich weiß, bei dem sind die Ketten neu. Ich weiß, die Streuwalzen sind jetzt neu und massiv gebaut. Der soll nicht normalerweise, die nächsten 20, 30 Jahre wieder Streuer. Wenn ich jetzt säge und kaufe eine Camperfräse und selbst wenn ich einer kriege für 500, 600 Euro, du weißt nicht, was hat es geerbt, du weißt nicht, wann sind die Ketten neu gemacht worden, du weißt nicht, wie es tatsächlich beieinander. Ja, die gänge wahrscheinlich in den Kram, was schöner wäre, aber ist halt so. Ich mache jetzt sauber, weil nicht, dass ich dann immer noch Eiche kriege. So Leute, auf nach Heim. Die Streuer sauber gemacht. Die Krone gekratzt. Nicht mehr unbedingt zu ihm hier da mögen.
bin hier da woanders laufen. Die Frage ist halt bloß, wo lachst du noch? Weil am Flickhaufen anfangen, keine Ahnung. Guck mal. Mann, ich kann nicht hergehen, kann auch vor die Maschine halt schütten. Das ist genauso Quatsch. Das brauchst du nicht machen. Ich muss auch mal gucken. Keine Ahnung, aber. Und dann jetzt drauf an, wie schnell ich mit dem Container bin. Oder wann ich es nötig habe, Kleingeld habe. Ich muss jetzt wieder Geld verdienen, damit ich am Boden meinen Container machen kann. Damit ich den Container dann als Mistcontainer nutzen kann. Ich meine, ich könnte jetzt hergehen und könnte sagen, naja, ich schwarz jetzt bloß auf ein Blechler rein. Und nimm den Arsch nochmal so. Aber das ist hirnrissig, weil jetzt ist er in Anführungsstrichen auch sauber. Da wird zuletzt Eisenschrott drin und dann ein Glas. Das Käse da raus, schlägt den Boden raus und fertig ist der Käse. Jetzt wenn ich aber hergehe und lache nochmal ein Mies drin und komme dann irgendwann auf die Idee, ich will den Boden vielleicht doch neu machen. Dann habe ich halt die ganze Scheiße in dem Ding drin. Dann darfst du den Arsch grundsätzlich waschen. Damit du das Raum machen kannst. Das ist Blödsinn. Ich sag, ich fang jetzt mit Flickschusterei an, weil das ist totaler Blödsinn. Die Bargerei da oben. Auf der Strunz. Ich marschiere mir den hängenden Berg auf, das sieht mir nicht, ne?
Das ist jetzt echt schon wieder. Leute, wenn ihr euch die Spiegel weggefahren habt, ne? So eine Feiereier-Problem. Laufen lassen, dann machen wir ihn aus. An der 20.11 Uhr und sauber machen. Ja, war zu knapp. Ich muss sagen, ich bin froh, dass jetzt der Abend ist. Es langt. Ja, Feierabend für heute. Zeigt noch mal eh nichts mehr. Es ist dunkel. Wenn ihr überhaupt noch was erkennt, wie gesagt, sorry, wenn es jetzt dann ein wenig dunkel war. Macht euch nichts draus. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle was. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Servus.